Mit den Höhlenlöwen ist Prehistoric Kingdom um eine Raubkatze reicher geworden. Der Höhlenlöwe, auch genannt Panthera spelea, ist eine prähistorische Großkatze aus dem Pleistozän. Genauer gesagt lebten sie in der Eiszeit vor etwa 32.000 Jahren und verschwanden gleichzeitig mit den anderen Tieren der Eiszeit von der Erde, als diese schließlich zu Ende ging. Höhlenlöwen wurden etwas größer als normale Löwen. Etwa 5-10% größer wurden diese als die normalen. Bei Messungen aller Skelettteile hat man allerdings festgestellt, dass manche Größen dieser Löwen überhaupt nicht zutrafen. So hat man zum Beispiel festgestellt, dass ein 37 cm langes Schienbein aus Hessenaue eine Kopfrumpflänge von 2,17 m ermittelt. Ein Oberschenkelknochen aus Großrohrheim allerdings führt bei einer Messung eine Kopfrumpflänge von 1,94 m. Das bedeutet tatsächlich, dass manche Exemplare von Höhlenlöwen etwas kleiner waren als bisher angenommen und nicht so massig waren wie zum Beispiel Panthera atrox oder Panthera fossilis, mit dem sich der Höhlenlöwe die Verwandtschaft teilt. Aufgrund von Wandmalereien konnte man das Aussehen und die Farbe des Höhlenlöwen 1:1 rekonstruieren. Ein ganz besonderes Augenmerk liegt aber vor allem auf die männlichen Tiere, welche im Gegensatz zu den normalen Löwen keine richtige Mähne ausbilden. Stattdessen haben die Männchen, obwohl diese größer sind als die Weibchen, nur ein bisschen längeres Haar an der Seite und unten an der Brust bis zum Bauch hin. Speziell diese Stelle, wo die längeren Haare sind, hebt sich bei den Männchen etwas heller hervor, weshalb auch eine Art Countershading am Bauch zum Beispiel entsteht. Abgesehen davon sahen Höhlenlöwen etwa genauso aus wie unsere Löwen. Sie waren sandfarben, bräunlich, vielleicht ein bisschen rötlich und nicht, wie das manchmal fälschlicherweise dargestellt wurde, weiß. Auch wenn leucistische Löwen sicherlich auch ebenfalls ein Grund gewesen wäre, warum zum Beispiel ein Löwe weiß war, aber generell waren Löwen alle Sandfarben. Panthera atrox, auch sehr häufig Panthera leo atrox genannt, ist eine Subspezies von dem Höhlenlöwen aus Europa. Und ziemlich eng verwandt ist diese Spezies vor allem speziell mit den sogenannten Moosbacher Löwen, auch genannt Panthera leo fossilis. Und stellt etwa die größere Variante des Höhlenlöwen dar, welche im Pleistozän existiert haben. Im Gegensatz zu ihren europäischen Vertretern waren allerdings die amerikanischen Löwen größer. Mit einer Länge von 2,50 m, wobei allerdings nicht der Schwanz dazu zählt, überragen diese Löwen den sibirischen Tiger, der etwa nur 2,30 m lang wurde. Auch vom Gewicht waren diese Tiere nicht zu unterschätzen, mit einem Gewicht von 344 bis 523 Kilogramm. Der Höhlenlöwe und der amerikanische Löwe waren jeweils in Amerika und Europa verbreitet und machten dementsprechend auch als Alpha-Prädatoren des Landes Jagd auf Hirsche, Elche, Mammuts. Und ein ganz besonderes Beutetier war vor allem der Höhlenbär. Es wurden mehrere Höhlen gefunden, wo man Höhlenlöwenfossilien und Höhlenbärenfossilien alle an einem Ort gefunden hat. Das hat vor allem damit zu tun, dass Höhlenlöwen während des großen Winters sich ebenfalls einen Speck anfressen wollten. Und wie machte man das am besten? Man griff einfach die Bären an. Während des Winterschlafs wurden die Weibchen meistens überrascht, weil die Löwen es vor allem auf ihren Nachwuchs abgesehen hatten. Dabei allerdings gerieten sie in Konflikt mit der Mutter. Und obwohl diese verschlafen war, war sie tatsächlich in der Lage, mit ihrer Kraft einen Löwen zu töten. Der Höhlenlöwe und der Höhlenbär hatten deswegen gerade eine zusammenhängende Fehde gehabt, weswegen die Höhlenlöwen es vor allem immer auf die Jungtiere dieser Bären abgesehen hatten. Junglöwen hatten aufgrund ihrer geringen Erfahrungen höchstwahrscheinlich eine höhere Chance, von Bären getötet zu werden, als zum Beispiel die erwachsene Exemplare. Viele von ihnen überlebten vielleicht sogar fast den ersten Winter nicht, wenn sie nicht in die Höhlen gegangen wären. Aber für die meisten Löwen war das tatsächlich das Verderben. Viele Fossilien, die in den Höhlen gefunden wurden, zeigen vor allem Schäden an den Knochen auf, welche darauf zurückzuführen sind, dass sie von den Bären mächtig geschlagen und gebissen wurden. Am Ende des Pleistozäns bis hin zur Steinzeit starben dann schließlich die Megafaunen auf der gesamten weiten Welt plötzlich aus.
Auch die amerikanischen und europäischen Löwen waren unter anderem mit vorhanden unter den Opfern. Würde es sie heute noch geben, würden sie weiterhin Jagd auf unsere Elche und Hirsche machen. Gegebenenfalls aber gäbe es noch viel weniger Platz als sie und sie wären vielleicht sogar in unserer heutigen Zeit sogar auch gänzlich ausgestorben.